So richtig mies, Digga. Richtig mies. Und ich habe auch Bock, mich halt zu ficken im Gym. So. Real Talk, hast du jemals Steroide genommen? Hast du gesehen, Nico Nuevo und Marvin haben auf deinen Song und Vlog reagiert? Der Ursprung davon ist eigene Unzufriedenheit. So, und das ist fatal. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Digga, es ist auch so schade, auch voll unnötig, finde ich, dass man sich hier bei Twitch nicht einfach mal oberkörperfrei hinsetzen kann, Bro. Ich meine, ich bin in Mexiko, Digga. Habt ihr nicht an die Leute gedacht, die streamen aus der Karibik oder so? Lass mich doch machen, Bruder. Als ob meine Nippel jetzt irgendjemanden erneuern oder so. Hast du gesehen, Nico Nuevo und Marvin haben auf deinen Song und Vlog reagiert? No. Habe ich nicht gesehen. Lovelock is growing, richtiger Gorilla geworden, Bro. Warte mal ab, Dicker. Ich bin gerade wirklich am Durchdrehen im Gym. Ich gebe richtig Gas. Heute versuche ich auch wieder Kniebeugen, mich ein bisschen zu steigern, so. 10 Kilo oder so. Gerade bei 110. Kreuzheben auch wieder bei 120 Kilo angekommen. Endlich wieder über den 100. Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, weil ich weiß nicht, Digga. Das erste Mal, als ich wieder Kreuzheben mit so hohem Gewicht gemacht habe, hohem Gewicht in Anführungszeichen, 100 Kilo waren für mich dann auf einmal schweres Gewicht. Das war früher für mich Warm-up. So, da habe ich gemerkt, Digga, dieses körperliche an die Grenze gehen, dieses Kreislauf, danach schwitzen, nicht richtig atmen können wegen Klima und so. Ich habe das vermisst so. So, und seitdem gehe ich da auch wieder richtig schön rein. Also jedes Training ist für mich wie ein Krieg, Digga, ist wie ein Kampf. So, ich nehme alles auseinander, so. Und es fühlt sich geil an. Es fühlt sich geil an, weil Fitness ist mein Ding, so. Damit hat alles angefangen, auch hier in der Öffentlichkeit. Und ich bin wieder motivierter denn je, einen richtig abgefuckten Körper zu bekommen, Digga. Ja. So richtig mies, Digga. Richtig mies. Und ich habe auch Bock, mich halt zu ficken im Gym. So. Ich freue mich, Digga. Ich bin nervös teilweise wieder, wenn ich ins Training gehe. So vorm Training kriege ich so Herzklopfen. So, oh, heute wieder Training. Bruder, jetzt wird auseinandergenommen, Digga. Das ist so, das ist schon krass. Ich habe vermisst, so zu trainieren. Die haben erst heute Morgen drauf reagiert. Geil, Bruder. Die sollen reagieren, Bruder. Also wenn es irgendwo hochgeladen wird, was Nico so erzählt, Digga, das würde mich schon interessieren. Was so ein Marvin erzählt, juckt mich weniger. Mal gucken, Digga, vielleicht reagieren wir darauf, wenn es online kommt. Auf entspannt. Big 38 for the weapon. Heute ist spontaner Teststream, einfach mal ein paar Fragen beantworten, ein bisschen Community-Kontakt. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Schon Pops Album gehört, Pop Smoke ist tot, Bro. Ja, Mann, alles, was da fabriziert wird, ist eh nicht mehr eher so. Aber ja, da sind die ein oder anderen geilen Sachen dabei. Aber ich finde es irgendwie, die machen Reibach da mit seinem Namen noch, machen 1000 Features, Digga, mit allen Künstlern. Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine, so? Mehr Vlogs bitte, ich fühle die zu krass. Vlogs kommen wieder auf dem Hauptkanal übrigens. Vlogs kommen auf dem Hauptkanal, Highlights von Twitch kommen auf dem zweiten Kanal. Und Musik kommt bald auch wieder. Ziel ist es jetzt, wo ich wieder eine vernünftige Wohnung habe, so wie lange bin ich hier, bis Mitte September, Ende September, auf jeden Fall durchzuziehen mit Vlogs, Streaming und Mucke so. Ich muss halt gucken, wegen Musikvideos leider schwer so, aber ja, ich habe Bock wieder so Content zu liefern einfach, zu reden, zu quatschen, Videos zu machen, wenn ich Bock habe. Auch Fitness-Content, der nächste Vlog wird ein Fitness-Vlog. Ich habe ein paar coole Leute getroffen im Gym, auch eine Dame und so, eine Argentinierin, die richtig krasse Form hat. Einen Deutschen habe ich getroffen. Wird auf jeden Fall lustig, Digga, wird nice. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich glaube, den haue ich dann am Sonntag raus. Ich werde auch demnächst mal wieder auf der Straße rumhüpfen, aber aus einem sehr wichtigen Grund. Und das wird dann auch alles auf dem Hauptkanal kommen. So, um die Mucke natürlich, um diese Streaming-Highlights und so. Videos, wo ich nicht ganz genau weiß und so ein Shit, kommt dann einfach auf dem Zweitkanal. Auf ganz entspannt. Real Talk, hast du jemals Steroide genommen? Ich schwöre auf alles, niemals in meinem Leben und ich werde es auch niemals tun. Obwohl, Digga, sag niemals nie, so bevor ich jetzt wieder angefangen habe, richtig Gas zu geben. Ich motiviere mich halt auch an diesen ganzen Stoffern. Phil Heath, Ronnie Coleman, Kai Greene, Dexter Jackson und so, das sind meine Motivationen. Und wenn ich mir die reinziehe, dann denke ich mir so, boah, Digga, einmal so richtig auf Mr. Olympia-Basis zu gehen. Also einmal wirklich versuchen, die ganze Welt auseinanderzunehmen, was Körper angeht. Da musst du natürlich dir auch den ein oder anderen Stoff reinballern.
Aber ich habe halt einfach zu viel Angst. Ich habe mal gehört, dass irgendwas mit dem Bruder da unten passieren kann, so. Das habe ich einmal gehört und dann war das Thema für mich schon durch, weil für mich ist der Bruder da unten sehr, sehr viel wert, Bruder. Der hat nicht umsonst einen eigenen Namen. In Mexiko schon mal von irgendeinem Viech gebissen oder gestochen wurden. Nur von den Moskitos, ne? Moskitos, so. Ja. Alter, Ronnie Coleman, achtmal hintereinander Mr. Olympia und Vollzeitcop. Legende der Mann. Und vor allen Dingen sein, der ist dieser Mensch, Digga. Scheiß mal auf diese Mr. Olympia und Cop und so. Aber wenn du seine, wenn du diese eine Dokumentation siehst, Bruder, du merkst einfach, der hat ein Riesenherz, Digga. Der hat ein Riesenherz, so. Der hat den Scheiß geliebt, den er macht, so. Jeden Tag, weißt du? Und das ist halt schön. Der hat alles dafür gegeben, Bro. Und jetzt ihn zu sehen, halt so. So down, Digga, so kaputt halt auch körperlich und so. Das ist echt, 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 echt schade, Digga. So, als ich ihn auf der FIBO das letzte Mal gesehen habe, mir sind fast die Tränen gekommen, weil der wirklich für mich eine krasse Inspiration ist, so. Fühle ich. Wir haben total unrealistische Vorstellungen von Ästhetik durch Stoff, Frauen durch Pornhub. Alles Fake in unserem Kopf. True, Digga. True that, Bruder. Auch durch Social Media, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Überleg mal, wie die Welt sich durch Social Media verändert hat, Bro. Weißt du, wie ich meine? Man, also es war früher nicht möglich, zu jedem Shit deinen Senf abzugeben, so. Weißt du, wie ich meine? Du konntest nicht dein Handy rausholen, so. So. Ah, so, du sitzt so da, so. Ah, ich bin heute voll schlecht drauf, Digga. Irgendwie ist heute voll der Scheißtag. Mir geht's nicht. Ich fühle mein Leben gerade nicht. Komm, scheiß drauf. Ich gehe mal mein Handy, gehe mal bei einem drauf, den ich nicht mag und beleidige den jetzt mal. Dann geht's mir besser danach. Sowas war früher nicht möglich, Bro. Und das ist auch gut so. Weißt du, was ich meine so? Also jeder, ah, also jeder hat halt den Zugang und die Möglichkeit, zu jedem Shit und zu jedem Typen oder zu allem seine Meinung abzugeben. Und nicht nur das, sondern auch wenn man vielleicht mal, wenn einem langweilig ist oder wenn man gerade nicht so richtig zufrieden mit seinem Leben ist oder so und dann auf Social Media eintaucht und sich dann andere Leben reinzieht und sich dann auch blenden lässt und denkt so, oh, guck mal, der lebt hier im Paradies, der lebt da und da, der hat voll viel Geld, der hat einen Pool und die geilsten Ollen und so, geil, bla 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 und dann, aber Bro, Mann, da steckt immer auch noch so viel mehr dahinter, da steckt so viel mehr dahinter. Die Leute, die sich immer so perfekt auf Instagram präsentieren, Digga, die haben auch ihre Probleme, weißt du, was ich meine so? Und ich weiß nicht, für mich war es immer so, wenn ich irgendwas mache auf Social Media, dann versuche ich wenigstens echt zu sein, Bro. Und das meine ich halt auch wirklich so, wie ich sage. Alles so, ich habe immer mein Herz auf der Zunge, ich habe immer, wenn mein Gefühl mir sagt, sag was oder mach irgendwas, dann mache ich das so. Und ich weiß halt, dass es nicht so immer so ist. Und dadurch blendet man halt auch Menschen und Menschen bekommen einen Eindruck von deinem Leben und wollen dann auch so ein Leben haben, obwohl dein Leben nicht mal so ist, Digga. Das ist nicht mal real, was du da präsentierst, aber es gibt andere Menschen, die sich daran orientieren und das Gleiche erreichen wollen, Bruder. So, und das ist fatal. So, ich sage, orientiert euch an Leuten, wo ihr wirklich das Gefühl habt, die haben Herz, Mann, die zeigen so echt. Die zeigen so echt ihre Emotionen und zeigen so echt, was sie sind, einfach so. Und lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Fakern, die immer halt auf cool machen oder irgendwie sich präsentieren, wie sie eigentlich gar nicht sind, so. Ne? Und davon gibt es ganz, ganz viele. Und wenn ihr anfangt, euch selbst zu finden und um euch selbst zu kümmern und um auf euch selbst zu konzentrieren, dann merkt ihr auch schnell, wer euch verarscht, wer fake ist oder wer euch versucht, was zu verkaufen, was nicht echt ist, so. Meistens sind Leute, die andauernd beleidigen, mit sich selbst nicht zufrieden ist und andere damit abfuckt. Bro, das ist nicht meistens so, das ist Fakt. Weißt du, wie ich meine so? Also wie kannst du, wenn du ein glückliches Leben hast, eine Mutter zu Hause hast, die dich liebt, vielleicht sogar Kinder hast, eine schöne Frau hast, zum Sport gehst, dein Leben so lebst, wie du es dir vorstellst. Warum solltest du einmal in deinem Leben oder einen Gedanken bekommen, jemand anderen nicht nur zu beleidigen, sondern einfach auch vielleicht zu verurteilen oder deine Meinung so abzugeben, das interessiert dich gar nicht richtig so. Weißt du, was ich meine so? Menschen, die andere Menschen, vor allen Dingen im Internet, das ist ja noch mal ein anderes Level als im Real Life, im Internet beleidigen oder sich die Zeit nehmen, um über jemanden was zu sagen, was sie denken, wie derjenige ist,
Der Ursprung davon ist eigene Unzufriedenheit im eigenen Leben so. Weil würde dein eigenes Leben dich erfüllen, würdest du nicht ins Internet gehen und über andere Menschen reden so. Weißt du, wie ich meine? Es sei denn, es ist dein Job und du machst irgendwie eine News-Plattform etc. Klar, dann ist es so. Aber wenn du einfach nur irgendein Typ bist und im Internet einen Kommentar schreibst bei irgendjemandem, den du, also und dann schreibst, du magst, urteilst dann über diesenjenigen, dann heißt es einfach, dass du mit dir selber unzufrieden bist. Dein Leben ist dir, ja, dein Leben hat nicht so viel zu bieten wahrscheinlich, dass du Aufmerksamkeit in der Kommentarspalte suchst. So. Das ist ja Fakt, Bruder. Ich finde, ich habe mir letztens das Mo Phoenix Interview oder, ja, Mo Phoenix war es, glaube ich, der hat es auch teilweise gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich gehe für dich gleich im Statement eine Pfeife rauchen, Bruder, geil, Digga. Grüß mal die Jungs auf jeden Fall, Bro. Mach aber ehrlich, bitte. Sag denen schöne Grüße aus Mexiko, Bruder.